Alpha Centauri. Am 16. Oktober wird Apple sein neues iPad Air 2 vorstellen. Das wird weniger eine Revolution sein, es wird mehr eine Evolution sein. Ihr seht hier, das Design wird vorne ziemlich gleich sein. Ihr habt die schmalen Ränder und oben und unten hat es einen breiteren Streifen, wie auch schon beim normalen oder beim jetzigen iPad Air. Des Weiteren könnt ihr hier auch sehen, wir haben dann einen Touch-ID-Sensor. Der war ja damals nicht möglich und also vor einem Jahr nicht möglich mit dem 5S, weil angeblich nicht genug Sensoren hergestellt werden konnten. Und dann hätte Apple Lieferschwierigkeiten gehabt, sind natürlich immer ziemlich harte Lieferschwierigkeiten, finde ich. Aber dann wäre es natürlich noch schlimmer gewesen, schätze ich mal. Die Rückseite ist nicht sehr groß verändert. Ihr seht, ein bisschen hat sich am Design etwas getan, also das ist hier nur ein Mockup, man kann das nicht wirklich sagen. Es soll demnach ein bisschen dünner werden laut Mockups oder laut Zeichnungen, die veröffentlicht wurden, also Gerüchte. Wir haben hier zwei Mikros, einmal direkt neben der Kamera und an der Seite. Und damit seht ihr auch sofort, der Lautlosschalter wird verschwinden. Auf der Unterseite habt ihr dann die Lautsprecher, also es sind zwei Lautsprecher, sollen es angeblich werden. Habt ihr dann für Stereo-Sound und ihr habt dann auch nur solche Punkte nur noch als Reihe, wie beim iPhone 6 und einen Lightning-Anschluss. Und wie gesagt, der Lautlosschalter an der Seite wird dann fehlen. Das finde ich persönlich ziemlich schade, ich fand das sehr praktisch. Nicht vergessen dürfen natürlich, dass im neuen iPad Air 2 ein A8X Prozessor da drin werkeln soll. Der wird dann natürlich von den Grafikleistungen her vermutlich doppelt so gut sein. Es gibt auch Gerüchte, dass es 2 GB RAM haben soll. Und ich schätze auch, der M8 Prozessor aus dem iPhone 6 wird ebenfalls Einzug erhalten. Aber prinzipiell wird es das gewesen sein. Manche munkeln noch, dass die Pixeldichte höher werden soll, also dass ihr mehr Auflösung habt und damit eine höhere Pixeldichte, die über 400 ppi liegen soll. Ob das nötig ist, weiß man nicht. Ich finde es ja wieder einen Schritt weiter, ist halt evolutionstechnisch. Was wünscht ihr euch fürs neue iPad Air? Schreibt es in die Kommentare rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir können gespannt sein, was Apple am 16. Oktober uns bietet.